8. November 1942. Operation Torch, das Ziel Nordafrika. Eine massive amerikanische Streitmacht, unterstützt von britischen See- und Lufteinheiten, landet an der Küste entlang Casablanca, Oran und Algier. David Cox, Royal Air Force. Ich weiß noch, wie Sie sagten, es gibt ein Gerücht, dass es Westafrika ist. Wir sollten die Gegend um Casablanca einnehmen. Die Alliierten erreichten eine schnelle Landung und auf den erwarteten deutsch-italienischen Widerstand trafen sie nicht. Da die alliierte Invasion im Rücken des deutschen Afrikakorps erfolgte, wandte sich Rommel nun auch nach Westen, um den neuen amerikanischen Feind zu bekämpfen. Die außerordentlich schwachen deutschen Kräfte fügten den an Mensch und Material weit überlegenen Amerikanern empfindliche Verluste zu. Ihr Glück war die deutsche Materialknappheit. Denn sonst hätte Rommel sie ohne jeden Zweifel ins Meer zurückgejagt. J.D. Collinsworth, US Air Force, fand sich über der Wüste in einem Duell Mann gegen Mann wieder, ganz nach Western-Art, und sein Motiv war Rache. Ich habe nicht mit der Absicht, jemanden zu töten, geschossen, sondern ich schoss mit der Absicht, dieses Flugzeug abzuschießen. Wenn der Pilot dabei getötet wurde, dann war das Teil des Spiels. Außer diesem einen Mal, an diesem Tag, war ich hinter dem Flugzeug. Und nur durch pures Glück kriegte mich diese Focke Wolf 190 nicht. Dafür traf es meinen Flügelmann, der ein enger Freund von mir war. Wir flogen gerade im Tiefflug bei schlechtem Wetter über Tunesien. Ich schob mich darüber, um ihn im Sichtfeld zu behalten, da wir uns in einem Turm befanden. Doch dann sah ich ihn plötzlich explodieren. Das war für mich ein wahrer Adrenalinstoß. Jack Ilfrey galt als ein Fliegerass im Zweiten Weltkrieg. Er erzielte einen Abschuss über der Wüste. Aus der ME 110, die ich abschoss, sprangen drei Männer und begannen wegzurennen. Und ich dachte bei mir, wohin wollen die hier draußen? Die Gegend war doch einfach nur öde und leer. Ich aber kreiste über der ME 110 und setzte sie in Brand. Danach flog ich auf die Mannschaft der ME zu und landete dann seitlich von ihnen. Ich hatte nicht vor, sie zu töten, aber sie ließen sich einfach zu Boden fallen. Während ich näher kam, erhoben sie ihre Fäuste gegen mich, aber dieser Anblick, der brachte mich dann doch zum Lachen. Das war unglaublich. Nicht selten wurden wehrlose Menschen am Boden von alliierten Fliegern zum Spaß beschossen. Viele fanden dabei den Tod, wurden von denen, die nicht zu den Rittern der Lüfte gehörten, ermordet. Die schlechten Lebensbedingungen übten einen großen Druck auf uns aus. Wir lebten zum Teil mit 20 Personen in einem Zelt, die Füße zur Mitte hin. Doch noch schlimmer war, dass die Luftwaffe alle 15 Minuten ein paar U-88 schickte, die über unserem Flugfeld kreisten und etwa alle 15 Minuten eine Bombe abwarfen. Es war nur eine kleine Bombe, aber eine Bombe. Und dadurch fanden wir so gut wie keinen Schlaf. Ja, das macht uns ziemlich mürbe. General Rommels Afrikakorps wurde durch die Briten vom Osten und durch die Amerikaner vom Westen her bedrängt. Die Nordafrika-Geleitzüge, lebensnotwendig für das deutsche Afrikakorps, verloren von 10 Schiffen 9 beim Überqueren des Mittelmeeres. Das totale Versagen der italienischen Seestreitkräfte nahm den Geleitzügen jeglichen Schutz. Harry Broadhurst, Royal Air Force. Sie waren verwirrt. Denn nun machten wir in der Wüste das, was Sie mit uns in Frankreich gemacht hatten. Es war uns gelungen, den deutschen Funkverkehr zu knacken, und das half uns, ihre Schiffe, die voll mit Munition, Benzin und Öl waren, vor Erreichen ihres Ziels zu versenken. Die Deutschen standen ziemlich stark unter Druck. Ultra, das bestgehütete Geheimnis des Krieges.
Die Briten hatten den deutschen Code geknackt. Harry Broadhurst war einer der wenigen, die Zugang zu Ultrameldungen hatten. Er las Rommels Depeschen und kannte dann die Routen der deutschen Lufttransporte. Es war kurz vor Ende des Krieges in Afrika. Da flogen sie das Material rein. Sie gaben die Abflugzeit durch, von wo aus sie zu ihren Hauptquartieren in Nordafrika starteten. Diese Meldungen kamen auch bei mir an. Und dann war es nicht mehr schwer für uns, sie abzuschießen. März 1943. Ohne jeglichen Nachschub und Munition brach das einstige Elite-Afrika-Korps unter dem Angriff der Alliierten zusammen. Sir Hugh Cockey Dundas, britische Wüstenluftwaffe. Ich war gerade irgendwo außerhalb von Tunis mit meinem Jeep unterwegs, als ich an einem großen Amphitheater vorbeikam. Dort waren ca. 15.000 bis 20.000 deutsche Soldaten versammelt, die man zusammengezogen hatte, um sie auf die Kriegsgefangenschaft vorzubereiten. Ich werde diesen Anblick nie vergessen. Während ich vorüberfuhr und auf diese Menschen hinunterstarrte, wünschte ich mir, es wäre mir erspart geblieben. Das Schicksal, das die deutschen Soldaten nun erwartete, war ein ganz anderes als das, was man sich für sie ausgedacht hatte, als sie 1940 mit dem Blitzkrieg angefangen hatten. Im Mai wurde die Luftwaffe zurückgezogen. Rommel verließ Afrika und kehrte nach Hause zurück. Der verbleibende Rest des Afrika-Korps begab sich in die Kriegsgefangenschaft. Nach der Eroberung Nordafrikas blickten die Alliierten nordwärts nach Sizilien, dem Sprungbrett zu Europa. Juli 1943. Die 7. US-Armee unter General George Patton und die 8. britische unter Marshal Montgomery überrannten Sizilien. Wir waren auf der Schwelle zu Europa und im nächsten Augenblick schon drin. Das war ein ganz besonderes Gefühl. Einen Monat später brachte General Eisenhower die erste alliierte Invasion auf europäischem Gebiet im italienischen Salerno in Gang. September 1943. Die Alliierten marschierten langsam vor. Jerry Collingsworth erzielte einen Treffer und beobachtete den Piloten dabei, wie der versuchte, aus seinem brennenden Flugzeug auszusteigen. Er warf das Kabinendach seiner Focke Wulf 190 ab. Und es glitt sofort nach hinten und verfehlte mich nur um einige Meter. Ich hörte auf, ihn zu beschießen, und auch er feuerte nicht mehr. Dann stieg er aus, und während ich an ihm vorbeiflog, bemerkte ich, wie sich sein Fallschirm von ihm löste. Er hatte ihn offensichtlich nicht richtig befestigt. Der deutsche Pilot stürzte ab und fand dabei den Tod. Nach 6 Monaten wilder Schlachten ist die Stadt Casino nur noch ein Name auf der Landkarte. Dabei hatte diese Stadt einmal eine Schlüsselposition. Churchill beschrieb Italien als den weichen Unterleib Europas. Tatsächlich aber entwickelte sich die Schlacht um den italienischen Stiefel zu einer der blutigsten des Zweiten Weltkrieges. Alliierte Jagdflugzeuge flogen Bodenunterstützungseinsätze gegen das tödliche deutsche Flakfeuer. Es war eine gewisse Art der Faszination, zu sehen, dass der Bodenangriff gelang. Die Armee hatte eine ziemlich schwere Aufgabe in Italien, weil das Terrain alles andere als einfach war. Und die Deutschen verteidigten jeden Meter ihres Weges. So.
Mike Russo, US Air Force. Er war einer von zwei Überlebenden aus einer Gruppe von 47 Piloten, die gemeinsam ausgebildet wurden. Ich war gerade auf einem Beobachtungsflug, da sah ich einen Trupp Deutsche, die nördlich von Rom die Straße runtermarschierten. Ich bin mir ganz sicher, dass sie mich sahen, doch ich unternahm nichts und sie marschierten weiter. Dann drehte ich mich mit meinem Flugzeug auf den Rücken, so als wollte ich in den Sturzflug gehen. So flog ich auf die Straße zu, genau in die Richtung, aus der sie kamen. Ich kam so über die Straße auf sie zu, dass sie mich nicht sehen konnten. Aber als ich sie dann sehen konnte, ging ich runter und feuerte. Ich tötete bei diesem Angriff etwa 300 Mann. Schwere amerikanische Bomber vom Typ B-17 und B-24 flogen von italienischen Basen aus Angriffe auf die Ölfelder in Rumänien. Diese waren eine wichtige Quelle für den Luftwaffentreibstoff. Erich Hartmann sollte das beste Ass dieses Krieges werden mit unglaublichen 352 Abschüssen. Als wir in Rumänien ein Ölfeld verteidigten, kamen die Amerikaner jeden Tag zur gleichen Zeit, um 11 Uhr. Die Amerikaner hatten 1000 Bomber und 500 Jäger, aber wir kämpften gegen sie. Wir waren nur zu viert und damit war unsere Lage aussichtslos. Sie kamen aus Nordafrika. Sie flogen über Neapel, Rom und Mailand. Die beste Taktik, um diese fliegenden Festungen zu besiegen, war, sie von hinten mit einer höheren Geschwindigkeit anzugreifen. Denn sonst wäre man der Feuerkraft von 30 bis 40 Maschinengewehren ausgesetzt gewesen. Sie flogen immer in Formation und wenn man hineingeriet, war es, als wäre man in einem Schneesturm aus Geschossen. Unsere jüngeren Piloten, die noch unerfahren waren, erlebten meist nur zwei solche Angriffe. Und dann waren sie tot. Die Bomben dieser Giganten glichen einem Paukenschlag, der den Untergang des Dritten Reiches ankündigte. 4. Juni 1944. Opportunistische Italiener winkten den Feinden von gestern nun als den Befreiern von heute zu. Der Countdown für den D-Day, die Invasion in Frankreich, hatte schon begonnen. Juni 1944, Operation Overload, die Landung der Alliierten in der Normandie begann. Die größte Streitmacht in der Geschichte mit etwa 3 Millionen Soldaten, rund 1200 Flugzeugen und mehr als 6000 Schiffen trat zum Angriff auf die Festung Europa an. Nur etwa 300 Jäger warfen sich verzweifelt dem übermächtigen Feind entgegen. Den an der Invasion beteiligten Piloten bot sich ein Anblick, den sie nie vergessen sollten. Von Horizont zu Horizont erstreckte sich eine gewaltige Armada von Kriegsschiffen. Geoffrey Page, Royal Air Force. Am Morgen des D-Day, im ersten Tageslicht, diese Zeit wurde H-Hour genannt, führte ich mein Geschwader Spitfire an unsere spezielle Aufgabe heran. Diese war, die amerikanischen Strandabschnitte Omaha und Utah zu beschützen. Es war schon etwas Besonderes mit anzusehen, wie all diese Schiffe ankamen und die Truppen an Land gingen. Es war schon etwas ganz Besonderes für mich, dass ich dabei sein konnte.
Es war wirklich das Spektakulärste, was ich je gesehen hatte. Die Tausende von Schiffen und Abertausende Soldaten. Da wir als Begleitschutz für die Bombe eingeteilt waren, waren wir noch vor der Anlandung der Truppen am Ort des Geschehens. Andrew Mackenzie, Royal Air Force. Die gesamte Marine beschützte die Strände. Unser Geschwader flog zu diesem Zeitpunkt unter dem Kommando von Lloyd Capron. Da begannen sie auf uns zu schießen. Und unser Kommandant rief über Funk: Wir sind die Spitfires aus England, die Strände schützen sollen. Hört auf uns zu schießen. Naja, so ist das nun mal. Menschen machen eben Fehler und auch während des Krieges kann das natürlich passieren. James Goodson flog in der 4. US-Jägergruppe. Er war einer von 7 Amerikanern, die in der Luftschlacht um England kämpften. Damit die Truppen an Land gehen konnten, mussten wir die Luftwaffe ausschalten. Und es gelang dann auch wirklich, nur 2 deutschen Maschinen bis zum Strand durchzukommen. Walter Kropinski, er musste mit ansehen, wie seine Staffel dezimiert wurde. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, als der D-Day in Frankreich begann. Wir wurden von Deutschland nach Frankreich verlegt. Unsere Gruppe war durch neue Piloten und neue Flugzeuge wieder vollständig. Es waren 68 Maschinen. Doch nach einem Monat hatten wir keine einzige Maschine mehr. Es waren nur noch 2 Piloten übrig und einer davon war ich. Wenn man als Jagdflieger ein Ziel vor Augen hatte, wie zum Beispiel ein feindliches Flugzeug, dann dachte man nur daran, wie man es angreifen könnte. Der Kampf war wie ein großes Spiel. Die Landung war gesichert. Die alliierten Jäger suchten den Himmel über Frankreich nach dem Feind ab. Peter Brothers, Royal Air Force. Die Gegenwehr war äußerst schwach. Sie taten mir sogar ein bisschen leid. Während eines Luftkampfes mit einer Focke Wulf 190 schoss ich einen Deutschen ab. Dieser wusste gar nicht, was passiert war. Er wendete sich nur ganz sanft von links nach rechts, so als ob er überlegte, was zu tun sei. Es war schon ziemlich traurig. Und ich fragte mich, ob dies wohl sein allererster Feindflug war. Wir hatten fest damit gerechnet, dass die Luftwaffe am Strand sein würde, um sich gegen die Invasion zu wehren. Aber sie taten es so gut wie nicht. Adolf Galland, General der Jagdflieger, musste mit ansehen, wie die Luftwaffenstreitkräfte, die er selbst mit aufgebaut hatte, systematisch zerstört wurden. Wo war die Luftwaffe? Man kann es nicht damit entschuldigen, indem man behauptet, die Piloten seien Feiglinge gewesen, dass sie Angst gehabt hätten, so wie Göring es später behauptete. Ich glaube, die Luftwaffe war zu weit zerstreut. Und man überschätzte ihre Möglichkeiten. Das war einer der Gründe, warum die Luftwaffe in vielen Gebieten nicht präsent war. Und wenn irgendwo ein einzelnes deutsches Flugzeug auftauchte, dann stürzten sich gleich mehrere alliierte Jäger auf es und hetzten es zu Tode. Unsere Flugplätze waren zerstört, die Treibstofflager vernichtet. Viele unserer Piloten waren noch sehr jung und unerfahren und sie hatten keine Zeit, sich zurechtzufinden. Die Festung Europa war ohne das schützende Dach der Luftherrschaft praktisch wehrlos. Alliierte Streitkräfte erreichten die Vorstädte von Paris. Doch die Ehre, die Stadt der Lichter zu befreien, wurde den französischen Truppen überlassen.
General Charles de Gaulle führte eine Siegesparade auf der Champs-Élysées durch. Das Triumphgefühl des Sieges wich schnell der grimmigen Realität. Nachdem nun ihr Heimatland in Gefahr war, kämpften die Deutschen mit wilder Entschlossenheit ums Überleben. In den letzten Monaten des Jahres 1944 zielten die alliierten Armeen mit ihrem Vorstoß auf den Rhein und auf das Herz des Deutschen Reiches, das Ruhrgebiet. Januar 1945, als die alliierten Truppen von Westen her langsam in das deutsche Reichsgebiet vordrangen, starteten die Sowjets am 12. Januar eine Großoffensive an der Oder. Mehr als 2 Millionen Soldaten, etwa 15.000 Panzer und 5.000 Flugzeuge standen bereit, um zum entscheidenden Schlag gegen die wankende Ostfront der deutschen Wehrmacht auszuholen. Die Rote Luftwaffe gewann täglich an Stärke. Die deutschen Jäger dagegen, knapp an Piloten, Flugzeugen und Treibstoff, konnten diesem Sturm fast nichts mehr entgegensetzen. Die deutschen Jagdflieger, einst strahlende Sieger am europäischen Himmel, mussten nun mit ansehen, wie ihre Reihen immer mehr dezimiert wurden. Friedrich Obleser, Luftwaffe. Wir waren so knapp an Treibstoff, dass wir unsere Flugzeuge mit Ochsenkarren an den Start ziehen ließen, nur um ein bisschen Treibstoff einsparen zu können. Jeder Einsatz musste zum Erfolg führen. Und nur die erfahrenen Piloten wurden zu diesen schwierigen Missionen eingesetzt. Doch auch unter ihnen gab es dann immer mehr Verluste. Wir bluteten langsam aus und es ging alles dem Ende entgegen. Von Leningrad bis zur Krim rückten die Sowjettruppen nun vor. Die sowjetische Luftwaffe, aufgerüstet mit amerikanischen Air Cobras und eigenen Jagdjägern, beherrschte bei Kriegsende den Luftraum über den Kampfgebieten. Eine geordnete deutsche Gegenwehr war aufgrund des Treibstoffmangels nicht mehr möglich. Wir waren nun auch in der Lage, unsere Truppen auf den Schlachtfeldern Unterstützung aus der Luft zu geben. Fjodor Archipenko, sowjetische Luftwaffe, 30 Abschüsse. Es war so, dass wir eine gewisse Dominanz erreichten, weil wir unsere Feldflugplätze ständig verlagerten. Die Luftwaffe kämpfte jetzt schon von rumänischen Feldflugplätzen startend gegen die Sowjets. Heinz Marquardt, Luftwaffe. Die Einsätze wurden zum Ende des Krieges hin immer härter. Die Überlegenheit des Feindes nahm ständig zu. Und der Druck, der auf uns lastete, wurde immer stärker, da wir immer schwächer wurden. Und wir weder Ersatzflugzeuge noch neue Piloten erhielten. Die Luftwaffenpiloten versuchten verzweifelt, die vorrückenden sowjetischen Truppen in Richtung der polnischen Grenze zurückzuschlagen. Abgesehen von den großen Entfernungen, die es zu bewältigen galt, waren wir wie eine Feuerwehr, die zum Löschen kommt. Dies bedeutete aber auch für uns, dass wir fast jeden dritten oder vierten Tag versetzt wurden. Erschwerend kam hinzu, dass wir große logistische Probleme hatten. Während wir im Einsatz auf einer Basis waren, mussten wir schon an das nächste Flugfeld denken. Schon mit der Niederlage konfrontiert, mussten die Luftwaffenpiloten ihre letzten Reserven an innerer Stärke aufbringen, um den Kampf fortzusetzen. Die Rote Armee kämpfte in Polen und die Rote Luftwaffe unterstützte sie überall in ihren Aktionen gegen die deutsche Wehrmacht. Major Walter Krupinski, Luftwaffe. Die Russen waren ausgezeichnete Bomberpiloten. Ihre Angriffe gegen unsere Flugplätze waren sehr wirkungsvoll. Sie flogen im Tiefflug als Formation über den Horizont. Flügel an Flügel, sich gegenseitig gegen den deutschen Jäger deckend, flogen sie geschlossen ihren Zielen entgegen. Mit Bomben, Raketen
und Bordwaffen griffen sie die Bodenziele an. Wir verfügten zwar über viele neue Flugzeuge, aber das alleine reichte nicht aus. Man musste die Kriegsführung trotzdem von Schlachtfeld zu Schlachtfeld sehr differenziert sehen. Es gelangen mir insgesamt 275 anerkannte Luftsiege. Die meisten davon erzielte ich im Osten. Doch bin ich stolz auf irgendeinen Sieg eigentlich nicht. Ich kenne diesen Ausdruck Stolz nicht, doch jeder Sieg vergrößert auch das Selbstwertgefühl eines Jagdpiloten und das trug natürlich zu seiner Erfahrung bei. Doch man kann in so einer Situation nicht von Stolz reden, denn wenn man sieht, was am Boden vom Gegner übrig bleibt, dann ist jeglicher Stolz ausgeschlossen. Mitte Januar 1945 zerfielen die deutschen Verteidigungskräfte außerhalb von Warschau. Dietrich Rabak, Luftwaffe. Ich sah umzingelte deutsche Truppen. Und ich sah deutsche Truppen, die sich vor den Russen zurückzogen. So etwas hatte ich nie erwartet und auch noch nie gesehen. Man konnte zusehen, wie die deutschen Truppen eingekesselt wurden und die Deutschen mit Raketen und Artilleriefeuer bombardiert wurden. Frühjahr 1945. Die deutsche Führung war sich klar darüber, dass die Sowjets nicht mehr aufgehalten werden konnten. Die Alliierten rückten langsam von Westen kommend in Richtung Berlin vor. Den Weg dorthin säumten durch anhaltendes Bombardement zerstörte deutsche Großstädte und Industrieanlagen. Die Luftwaffe war für die Deutschen die letzte Möglichkeit, sich noch offensiv zu verteidigen. Doch es konnten nur noch wenige Jäger starten, da kein Treibstoff mehr zur Verfügung stand. Adolf Hitler befahl seinen Bodentruppen, bis zum Tode zu kämpfen. Doch der Elite der Luftwaffe befahl er, zurückzufliegen, um das Vaterland zu verteidigen. Wir wurden aus unserer Einheit in Russland herausgenommen. Ich wurde nach Deutschland gebracht und mein Befehl war, die feindlichen Begleitschutzjäger zu bekämpfen und nicht die Bomber. Nachdem wir die Überlegenheit in der Luft erreicht hatten, konnten wir den starren Begleitschutz etwas lockern. Dadurch konnten unsere Jäger jetzt flexibler gegen die Luftwaffe eingesetzt werden. Während ich meinen ersten Einsatz über Deutschland flog, ging mir Folgendes durch den Kopf. Mein Gott, sieh dir diese vielen Ziele an, ganz im Gegensatz zu Russland, wo man wirklich manchmal einen Gegner suchen musste. Weil alles viel, viel weiter auseinander lag. Wir verfügten über jeweils 15 Jagdverbände in der 8. und in der 9. Air Force. Wir waren damit in der Lage, jeden Tag 50 Flugzeuge aus jeder Gruppe in die Luft zu schicken. Das waren zusammen 1500 Jäger und damit gab es keinen Platz mehr, wohin die anderen noch hätten fliehen können. Ich schoss bei meinem ersten Einsatz zwei Mustangs ab und bei meinem zweiten einen Thunderbolt. Doch dann war es auch schon vorbei. Denn bei meinem dritten Einsatz war ich derjenige, der aussteigen musste. Die Rote Armee rollte auf Berlin zu. Und die Schlinge zog sich immer enger. Alliierte Truppen überquerten den Rhein. Das war der Countdown für den Untergang. Doch die Luftwaffe kämpfte weiter. Und vor jedem Einsatz musste überlegt werden, ob der Treibstoff noch ausreichen würde, um auch wieder heil zurückzukommen. Am Ende des Krieges gab das oberste Kommando Befehle aus, die nur von Nichtfliegern stammen konnten, denn sie erwarteten von uns, das Unmögliche möglich zu machen. Wir sollten zum Beispiel einen Einsatz ohne jegliche Rückkehrmöglichkeit fliegen, denn es war nicht genügend Treibstoff vorhanden, um zur deutschen Front zurückzukehren. Solche Befehle wurden glücklicherweise von der Geschwaderleitung zurückgewiesen.
In ihrer Verzweiflung schickte die Luftwaffe junge Piloten mit einer minimalen Ausbildung los. Brian Kingcom, Royal Air Force. Während des letzten Kriegsstadiums in Europa wurden die deutschen Jagdpiloten abgeschossen, wie die Fliegen. Die meisten von ihnen hatten nicht einmal 10 Flugstunden hinter sich. Mit Ausnahme von ein oder zwei erfahrenen Piloten waren sie ein Haufen ungeschulter junger Männer, die getötet wurden. Die Asse der deutschen Luftwaffe wollten trotz des Chaos nicht aufgeben. Wir waren eine Gruppe aus 6 Jägern und eskortierten einige Me-110. Wir flogen von einem Einsatz zurück und als unsere Kampfflieger gerade landen wollten, wurden sie von feindlichen Flugzeugen angegriffen. Ich schickte 4 von meiner Gruppe los, um das Flugfeld zu verteidigen. Der Feind hatte uns nicht kommen sehen, denn sie flogen ganz ruhig weiter und wir hatten den Vorteil, dass wir die Sonne im Rücken hatten. Ich gab den Befehl, die feindlichen Jäger gleichzeitig anzugreifen. Zwei von ihnen gingen schnell in Flammen auf und 3 andere taumelten, nachdem sie getroffen waren, in der Luft. Die restlichen Jäger, die ja völlig überrascht waren, gingen sofort in den Sturzflug und tauchten ab. Sie ließen die Bomber ohne jeglichen Schutz und Deckung zurück. Mein Flügelmann und ich griffen die Feindflugzeuge von unten an, doch wir kamen selbst unter Beschuss. Ich wurde dabei abgeschossen, aber ich konnte mich Gott sei Dank retten, indem ich ausstieg. Diesen Tag feiere ich als meinen Geburtstag. Als wir unsere Heimatstadt in Schutt und Asche liegen sahen, war das für uns genug Motivation, weiterzukämpfen. Unsere Aufgabe war es nun, das Heimatland und die sich zurückziehenden Truppen zu beschützen. Adolf Hitler sammelte die übrig gebliebenen Kräfte in der Reichshauptstadt. Das waren etwa 1 Million Mann. Doch die 12. und Teile der 9. Armee konnten in Berlin nichts mehr ausrichten. Denn die Schlinge der Sowjets zog sich immer enger um die Stadt herum zusammen. Der Krieg war damit für uns verloren. Wir suchten für uns nur noch nach einer besseren Möglichkeit als die von den Alliierten geforderte bedingungslose Kapitulation. Für dieses Ziel kämpften wir weiter. Und natürlich, um unsere Frauen und Kinder zu beschützen. Dann begann die totale Zerstörung. Der Endkampf um das alte Berlin. April 1945. Mehr als 500.000 Mann der Roten Armee, tausende Panzer, 21.000 Raketenabschussrampen und 12.000 Geschütze zogen in den letzten Kampf um Berlin. Die Rote Luftwaffe zerstörte viele deutsche Flugzeuge bereits am Boden. Wir mochten die feindlichen Flugzeuge wirklich. Man versuchte, sich ihnen zu nähern, denn wenn man nah genug an sie herankam, dann hatten sie keine Möglichkeit mehr zu feuern. Sie hatten nur noch einen Mann am Maschinengewehr. Wir umkreisten sie und ließen eine Maschinengewehrsalve auf sie los und sie fingen sofort Feuer. Sie gingen alle in Flammen auf. Wir schossen die Hälfte der Deutschen ab und wir verloren nur 4 von unseren sowjetischen Fliegern. 25. April 1945. In der Nähe der Stadt Torgau an der Elbe verbrüderten sich sowjetische Truppen mit amerikanischen GIs. Die blauäugigen Amerikaner ahnten nicht, dass Stalin seinen Truppen den Stellungsbau, das sich Eingraben, befohlen hatte. Im ersten Augenblick des Zusammentreffens der Verbündeten beherrschte die Hinterlist das widernatürliche Bündnis. 26. April. Die Deutschen hatten nur noch die Kontrolle über ein Berliner Gebiet, das 16 Kilometer lang und 5 Kilometer breit war. Die Landetruppen waren sehr stark, deshalb mussten wir nur sehr wenige Einsätze fliegen. Wir flogen nur noch 3 oder 4 Einsätze und es waren leichte Einsätze. Wir eskortierten unsere Bomber, die Berlin bombardieren sollten.
Sie versuchten, die Zentren des Widerstandes in der Stadt zu zerstören, denn es gab immer noch wesentliche Brutstätten des Widerstandes, die kämpften. Während der letzten Kriegstage war das Ende schon absehbar. Es musste mit einer Niederlage und mit der bedingungslosen Kapitulation enden. Es machte mich traurig zu sehen, wie wir den Krieg verloren, aber es war unvermeidlich. Als die Stunde der Niederlage immer näher rückte, zerstörten die deutschen Piloten ihre Flugzeuge am Boden. Das frustrierendste Erlebnis für mich war, als wir 1945 unsere eigenen Maschinen zerstörten. Wir wussten nicht, was das historische oder sonstige Ergebnis sein würde. Wir verabschiedeten uns von all unseren Fliegerkameraden, natürlich auch zwangsläufig von unserer bisherigen Art zu leben. Deutsche Soldaten und Piloten ergaben sich amerikanischen und britischen Truppen, um einer Gefangennahme durch die Russen zu entgehen. Der Gruppenkapitän Johnny Johnson spielte gerade Fußball, als eine deutsche Bombergruppe auf seinem Flugfeld landete, um sich zu ergeben. Die deutschen Piloten waren ganz schön erstaunt, als sie den Gruppenkapitän in Fußballhosen und ziemlich verdreckt sahen. Damit hatten sie nicht gerechnet. Einer der Piloten salutierte vor mir und sagte, dass er abgeschossen worden sei. Er wollte eine Spitfire-Eskorte und dann sollten wir alle zusammen losfliegen, um die Russen anzugreifen, die sich im Osten von Berlin befanden. Erich Hartmann, das Spitzenass im Krieg mit 352 Abschüssen, entkam den Russen. Er entschied sich dafür, sich einem amerikanischen Offizier zu ergeben. Der Amerikaner gab mir sein Ehrenwort, dass kein Deutscher an die Russen übergeben werden würde. Doch schon einige Tage später teilte man uns plötzlich mit, dass wir nach München fahren sollten. Auf unserer Fahrt nach Süden drehten wir plötzlich nach Osten ab und fuhren in einen Wald hinein. Und dort trafen wir auf einen russischen Außenposten und unsere Kolonne musste anhalten und wir wurden den Russen übergeben. Der Amerikaner hatte also sein Wort gebrochen und auf diese Weise kam ich in russische Gefangenschaft. Erich Hartmann brachte der Wortbruch des amerikanischen Offiziers 10 Jahre russischer Gefangenschaft ein. Doch er hatte Glück und überlebte als einer von wenigen. 30. April 1945. Russische Truppen kämpften am Eingang des Reichstags. Adolf Hitler und Eva Braun hatten geheiratet und begingen gemeinsam Selbstmord. 2. Mai 1945. Berlin kapitulierte. Arseni Worozeikin betrat die Stadt zu Fuß. Wir mussten uns sehr mühsam einen Weg über die Leichen der deutschen Soldaten suchen. Doch ich würde sie nicht einmal Soldaten nennen, denn die meisten waren fast noch Kinder. Kinder, die SS-Uniformen anhatten und viele alte Männer. Als wir zur Reichskanzlei kamen, lag der Reichsadler zu unseren Füßen. Er war etwa 2 Meter lang. Er hatte sich für mehr als 12 Jahre über der Reichskanzlei erhoben und die ganze Welt hat unter der Wirkung dieses Adlers gebebt. Unsere Soldaten hatten ihn zu Boden gebracht. Und da lag er nun und war nur noch ein zerschmetterter Klumpen am Boden. 7. Mai 1945. Deutschland unterschrieb die bedingungslose Kapitulation. Sergei Dolgushin, Rote Luftwaffe. Mein Kommandant kam zu mir und sagte, wir haben ein verschlüsseltes Telegramm vom Hauptquartier erhalten. Darin stand, bis andere Befehle kommen, sollen wir alle Flüge stoppen. Das war das Ende des Krieges. Wie ich mich in dem Moment fühlte, kann ich nur beschreiben. Ich war wie gelähmt. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, weder meine Arme noch meine Beine. Ich war ein 24-jähriges Kind, das an den Kampf gewöhnt war. Ich war nicht geschwächt und konnte doch nichts tun. Ich legte mich nur ganz ruhig auf den Boden. Während ich da lag, musste ich an die schrecklichen Schlachten vom 22. Juni denken, als der Krieg begann. Ich erinnere mich noch gut an all die Männer, die ich nie wiedersehen würde und mit denen ich nie auf den Sieg anstoßen kann.
Es gingen mir so viele Gedanken durch den Kopf und auch die Tatsache, dass wir gesiegt und überlebt hatten. Es überkam mich ein ungeheures Gefühl der Befriedigung. Natürlich war es allgemein ein erhebendes Gefühl, ein Gefühl des Triumphes. Der Sieg, auf den wir beinahe 4 Jahre gewartet hatten und für den wir einen viel zu hohen Preis bezahlt hatten. Der Zweite Weltkrieg war der bisher kostspieligste Konflikt in der Menschheitsgeschichte. Allein in Deutschland kamen ca. 10 Millionen Menschen ums Leben. 500.000 Briten, 300.000 Amerikaner, ca. 10 Millionen Russen und mehr als 13 Millionen Zivilisten, so lautete die traurige Bilanz. Viele aufrechte Soldaten auf allen Seiten fanden kämpfend den Tod. Viele Bekannte und Unbekannte.